Es passiert wirklich selten, dass ich ein Buch, ich rede von diesem Buch hier, mich so packt wie das hier von Marc-Uwe. Der Grund ist ganz einfach. Als KI-Trainer und ich mache ja selbst auch sehr viel Forschung und Experimente in meiner Agentur, bin ich schon lange mit dem Thema KI unterwegs. Dieses Buch hat mich nicht nur gefordert, gezwungen, gewisse Dinge zu hinterfragen, sondern es hat mir auch aufgezeigt, von wegen, dass für ganz viele von uns wahrscheinlich die Zukunft noch gar nicht so bewusst ist. Und zwar, ich rede nicht von der Zukunft in irgendwelcher Zukunft oder naher Zeit, sondern jetzt. Marc-Uwe schafft es, in seinem Buch etwas aufzuzeigen. Und zwar die Tatsache, dass wir Technologie zwar nutzen sollen und auch müssen, zum Wohle aller, aber uns gleichzeitig bewusst sein muss, was damit eben gemacht werden kann. Ich weiß, ich klinge wahrscheinlich wie viele da draußen, die sagen, schau, wir sagen das schon lange, KI ist gefährlich und so weiter. Es ist nicht die KI, die gefährlich ist. Es ist der Mensch, der oder die nicht ganz hinterfragt, wie ein Einsatz nötig ist oder eben nicht und was da wirklich damit gemacht wird. Weil man kann alles gut oder schlecht einsetzen. Hammer kannst du nutzen, um ein Bild aufzuhängen, um eine wunderschöne Skulptur zu machen. Du kannst auch böse einsetzen. Dasselbe mit Autos, mit anderen Technologien wie Smartphones, Social Media, you name it. Es ist immer die Nutzerin, der Nutzer, der entscheidet oder die entscheidet, was damit gemacht wird. Und wenn du irgendwo im Sommer irgendwo mal Zeit hast, hol dieses Buch. Bitte. Hörbuch oder sonstiges gelesenes Buch, wenn du willst. Es geht um die Entführung einer 16-Jährigen und was nachher passiert im Rahmen von Deepfakes, Social Media und Künstliche Intelligenz. Es wird dir gefallen. Das verspreche ich dir. Bis bald.